Und damit sage ich herzlich willkommen zurück hier zu NHL 23. Zurück zu unserer Karriere mit den Löwen Frankfurt, beziehungsweise zu unserem Saisonmodus mit den Löwen. Wir sind hier immer noch in der DEL, wir fighten hier immer noch um jeden einzelnen Sieg. Und heute möchte ich mal ein bisschen was an den Gameplay-Einstellungen ändern. Mir wurde nämlich etwas geschrieben in den Kommentaren, was ich gerade mal wiedergeben möchte. An dieser Stelle, während ich jetzt hier den Kommentar raussuche, der mich darauf hingewiesen hat, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, dass ich es mega, mega feier, wie viele Leute hier zuschauen und wie viel positives Feedback ich auch von Leuten bekomme, die ich sonst noch nie hier auf dem Kanal gelesen habe. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. So, und zwar hat mir der gute Mitchell Mahne, schöne Grüße an der Stelle, geschrieben. Erstmal hat mir ein anderer User, nämlich Rainer Emmons, vielen Dank an der Stelle an euch beide, geschrieben, dass er tatsächlich die Arcade, den Arcade-Modus benutzt, glaube ich. Meine ich zumindest. Und Mitchell hat mir dann geschrieben, dass man einige Sachen auch feinjustieren kann. Und er hat empfohlen, dass wir die CPU-Strategien, jetzt weiß ich nicht genau, wo das ist, CPU-Strategie und lernende KI runtersetzen. Ach, hier könnte man, okay, hier könnte man Arcade machen. Ja, okay. Verstehe. Das ist in Ordnung. Pro-Stufe 2 Hammer. So, jetzt weiß ich nur nicht, wo ist lernende KI. Wo ist das alles, was er gesagt hat? Torhüter, ey. Hier. Lernende KI hat er empfohlen. Von 3 von 6 auf 2 von 6 runter. Junge, die ist bei mir auf 6 von 6. Warum? Ja, dann mache ich die mal ein bisschen runter, ja? Ich mache die mal auf 4 von 6. Also, wie gesagt, Mitchell hat empfohlen, von 3 von 6 auf 2 von 6 runter wäre optimal. Ich habe jetzt von 6 von 6 auf 4 von 6 runter. Ich hoffe, das ist okay. Und dann war das zweite, die CPU-Strategie. Die hat er empfohlen von 3 von 6 auf 2 von 6 runter. Machen wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Alternativ hat er mir noch geschrieben, du könntest auch die Präzision ein bisschen höher stellen. Bei nah und fern auf 6. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Gucken wir mal ganz kurz. Ich möchte halt auch nicht zu viel... irgendwie hier rumcheaten, ne? Das will ich halt auch nicht. Wo steht denn Präzision überhaupt? Keine Ahnung. Ich habe mir das noch nie angeguckt, weil normalerweise mache ich sowas nicht. Normalerweise benutze ich diese Slider gar nicht. Ich stelle einen Schwierigkeitsgrad ein und das war's dann einfach, weißt du? Diese Slider kenne ich mich gar nicht aus. Von daher... I don't know. Aber lassen wir es erstmal so. Ich hoffe, dass es damit ein bisschen besser ist. Es war in den letzten Folgen schon ein bisschen krass, dass man halt gefühlt drückend überlegend war teilweise, aber halt keinen Schuss reinbekommen hat, während die Gegner einmal vors Tor kommen und ein Tor erzielen. Das sind die aktuellen Reihen. Ich habe nochmal ein bisschen was umgestellt. Wir spielen heute in der heutigen Folge mit Rowney, Bock und Böttger in der ersten Reihe. Ozen, Stretch, Breitkreuz in Reihe 2, Wenzel, Schwartz und Ranford bilden Reihe 3 und Künakel, Nord und Ruck sind in Reihe 4 heute vertreten. Abwehr wurde nicht verändert und im Tor steht heute abermals Jake Hildebrand, der meiner Meinung nach auch nicht über jeden Zweifel erhaben ist, aber der es hier schon ganz ordentlich gemacht hat in den letzten Spielen. Heutiger Gegner sind die Red Bulls aus München. Wir spielen auch in München. Und dann würde ich sagen, lege mal los, meine Freunde, lege mal los. Prost. Diese Dose ist nicht sehr durchdacht, ne? Weil ich trinke die so. Und dann weiß man nicht unbedingt, welches Produkt es ist. Mir ist nämlich immer aufgefallen, bei den Monsterdosen oder bei anderen Energy Drinks, wenn du die als aufnehmender Mensch trinkst und dann in die Kamera guckst, merkst du immer, okay, das Logo ist perfekt in der Kamera sichtbar. Sicher kein Zufall. Gehen wir rein. Löwen Frankfurt gegen Red Bull München. Heute auf jeden Fall so ein Spiel, ja, wo wir es eigentlich relativ entspannt angehen können. Bock spielt jetzt natürlich hier als
Center, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob das so clever ist. Das ist eigentlich so gar nicht mein Plan gewesen. Bock sollte schon auf der Außen spielen. So, McNeil mit dem ersten Scheibengewinn. Und Bock mit dem ersten Scheibenverlust hier. Gefährlich. Böttger macht das gut. Und dann die erste Chance für RB München. Aber Hildebrand ist zur Stelle. Und jetzt Rhys Scarlett mit einem Vorstoß bringt die Scheibe erstmal ins gegnerische Drittel. Scarlett, ja, wird da behindert. Und dann haben wir hier Seidenberg. Wird angegangen von Rowney und von Böttger und Bock. So war's. Ja, und Bock holt sich die Scheibe. Rowney! Beinahe die erste gute Möglichkeit für die Löwen in diesem Spiel. Aber eben nur beinahe. Ich habe auch mal ein bisschen die Powerplay-Formation und so umgestellt. Weil ihr habt es ja sicherlich gemerkt, genauso wie ich es auch gemerkt habe. Diese Formation, in der dann nur ein Verteidiger dasteht an der blauen Linie, war jetzt nicht so ganz mein Liebling, ne? Und Böttger! Erste gute Möglichkeit hier von Mikkel Böttger. McNeil! Probiert's mal. Aber das war nix. Und ich stelle mal ganz kurz den Sturm um, dass Bock und Rowney wieder die Plätze tauschen. Wie gesagt, das war ein Versehen. Bock soll natürlich nicht in der Mitte spielen, wenn Rowney auf links außen spielt. Das ist natürlich Bullshit. So, genau. Die Powerplay-Formation sieht jetzt ein bisschen anders aus. Es sind wieder zwei Verteidiger drin. Ich denke, da fühlen wir uns doch wesentlich wohler. Denn bei den letzten Malen war es ja schon häufig so, dass dann teilweise der Gegner mehr Chancen hatte in Unterzahl, als wir in Überzahl kreieren konnten. Einfach weil unsere Defensive da nicht so stand, wie es angenehm war. Jetzt zum ersten Mal unsere neue zweite Reihe auf dem Eis. Breitkreuz, Stretch und Ryan Olsen. Und Szczesemski mit dem ersten Versuch. Aber Danny aus dem Birken lockt man damit nicht aus der Reserve. Ha, Wortwitz. Lustig. So, nächstes Bully, CJ Stretch. Das holt er sich. Also Stretch und Bullies, ne? Das ist auf jeden Fall ein Duo, was gut geht. Und jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, man hat es mir nicht zu sehr angemerkt. Breitkreuz und Paul Reiner. Auch der wartet, glaube ich, noch auf sein erstes Saisontor. Vielleicht holt er es hier. Nein, tut er nicht. Eder schnappt sich die Scheibe vor Brett Breitkreuz und damit jetzt mal wieder Red Bull in der Vorwärtsbewegung. Die Münchner. Olsen. Harter Check an der Bande. Und das gibt Powerplay. Das ist ja wie ein echt NHL. Sehr, sehr realistisches Spiel. Oh, es war Szczesemski wegen Beinstellen. Ich dachte schon, der Check wegen Olsen wäre der Grund gewesen, warum es die Strafe gab. Bandencheck. Ach, da. Okay. Das war noch vor dem Check. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte wirklich, der Bandencheck von Olsen wäre der Grund für die Strafe. Und das wäre dann tatsächlich sehr realistisch. Die Unterzahlreihen habe ich auch angepasst, genauso wie die Strategien und alles. Also bei den kompletten Special Teams habe ich alles angepasst. Hoffen wir mal auf bessere Ergebnisse jetzt. Glesel. Oh, und der Pass auf Wenzel kommt ja mal überhaupt nicht an. Glesel macht das super und Dominik Bock. Au. Schade. Wayne Dane, super. Wenzel, hau die Scheibe raus hier. Oh, und die kommt sogar beim Mitspieler an. Dominik Bock. Und was ist jetzt? 4 gegen 4. Oh, es gibt eine Strafe. Wegen Haltens gegen Bock, vermute ich mal, oder? Schauen wir mal, was hier angezeigt wird. Tatsächlich wegen Halten. Also da wurde Bock einfach zu krass an der Bande festgedrückt. De Sousa kriegt die Strafe. Und damit Even Strength, wie man so schön sagt. Also 4 gegen 4 für ein paar Minuten und dann wird es sogar noch ein Powerplay geben für uns. Circa eine Minute. Jetzt erstmal das nächste Bully. Stretch holt sich wieder einen Bully. Der ist einfach so stark, CJ Stretch im Bullies. Das ist der Wahnsinn. Allein dafür hat sich die Verpflichtung, glaube ich, schon gelohnt. Abschluss von McNeil bringt nichts ein. Unsere Reihe ist ganz schön platt, muss man mal feststellen an der Stelle. Die von München irgendwie nicht. Was ist da los? Oh nee, ey. Wenn der ins Pass bleibt direkt hängen.
So, und jetzt gucken wir mal. Schöner Pass von Stretch auf Reed McNeil. Schade. So, und gleich haben wir dann eine Minute Überzahlspiel. McNeil. Ja, kann man mal probieren. Bock. Ah, schade. Da gibt es den bösen Check. Und jetzt gibt es Powerplay und das war keine Spielverzögerung offenbar. Aber es sah schon fast aus nach 2 Minuten wegen Spielverzögerung gegen Red Bull München. Wir sind jetzt wieder in voller Stärke. Während also die Münchner zu viert sind. 1 Minute lang Überzahlspiel für die Löwen. Scarlett, erste Möglichkeit da gleich mal für unsere Frankfurter. Gar nicht mal so übel. Schwarz wäre beinahe zum Rebound da gewesen. Weiter geht's. Jetzt gewinnen mal die Münchner ein Bulli. Tom Kühnackel auf dem Weg zurück. Und Ryan Olsen. Macht er gut. Kühnackel. Schwarz. Scheibe läuft gut bei den Löwen hier. Pass kam nicht durch auf Olsen. War vielleicht auch ein bisschen zu leicht auszurechnen. Und jetzt die Münchner auch wieder komplett. Fast ein schöner Pass auf Breitkreuz hier. Kastner. Ja, kann die Scheibe da nicht so ganz kontrollieren. Aber immerhin mal raus aus der Zone, aus unserer. Und nächste Chance München, aber Hildebrand zur Stelle. Boah, Vorsicht, da geht's hart zur Sache. Kühnackel verliert die Scheibe und jetzt Scarlett auf dem Weg nach vorne. Reese Scarlett kann aber nicht direkt abschließen. Olsen, Riesenmöglichkeit. Und jetzt Scarlett nochmal. Olsen. Nix war's. Scarlett mit einer super Chance. Kühnackel, super Pokecheck da. Jetzt Willen Schwarz. Olsen. Hat ein Tor gemacht. Hallo? Was wollt ihr denn? Okay, ja gut. War nach dem Pfiff. Deutlich. Und da gibt es mal wieder ein paar Meinungsverschiedenheiten. Parks. Bitte zum Tanz. Und ganz ehrlich, Ryan Olsen. Das ist unser Mann für solche Situationen. Sagen wir es mal so. Macht er gut. Gewinnt den Fight. Und das gibt natürlich auch wieder Energiezuwachs für uns. Da müssen wir jetzt ein bisschen auf Ryan Olsen verzichten. Dafür sollten unsere Reihen jetzt wieder mehr Energie haben. War also nicht ganz nur aus Jux an der Freude, dieser Fight. Damit wieder unsere erste Reihe auf dem Eis. Mit Mikkel Böttger. Aber hier ist kein Durchkommen. Und das gilt zum Glück für beide Seiten. 0:0 steht's nach dem ersten Drittel. Wir haben Chancen gesehen, wir haben Powerplays gesehen beider Mannschaften. Und wir haben zwei wirklich gute Torhüter gesehen. Danny Austin-Birken auf Seiten der Münchner und Jake Hildebrand auf unserer Seite. Ja, es ist wieder das typische Spiel. Wir haben ein bisschen mehr vom Spiel, die Gegner ein bisschen weniger. Aber alles in allem ist es einfach unfassbar schwer, Tore zu schießen. Das haben mir auch die beiden Kommentarschreiber, von denen ich am Anfang der Folge geschrieben habe. Gerade der Mitchell hat das sehr betont, dass einfach Goalies extrem OP sind in diesem NHL und das würde ich auch unterschreiben. Wobei vor allen Dingen die gegnerischen Goalies, ich habe das Gefühl, die eigenen sind da doch nochmal eine andere Nummer. Haben ja jetzt nicht immer so mega krass gewirkt, sagen wir es mal so. McNeil mit der Scheibe ins gegnerische Drittel. Böttger. Mikkel Böttger, super wie er sich da durchsetzt. Dominik Bock. Ah, und die nächste Möglichkeit. Und Mikkel Böttger, man kann es nicht oft genug betonen, was der einfach für ein klasse Spieler ist. Aber ich denke mal, die Zahlen sprechen einfach für sich. Ah, Rowney kommt da glücklich an die Scheibe, verliert sie unglücklich wieder. Böttger holt sie zurück, sehr gut. Als wollte er unterstreichen, was ich gerade gesagt habe.
Dominik Borg, kein guter Pass. Auf Mikael Böttger. Böttger! Und CJ Stretch. Das wollte ich überhaupt nicht, aber interessant. Also diesen Schuss oder was auch immer es war, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich passend drücken, aber hey. Bulli vor dem Tor von aus den Birken. Und das nächste Bulli für CJ Stretch. Der jetzt Hilfe bekommt von Yannick Wenzel, der jetzt in diese Reihe gerückt ist. Für den, ja, außer Gefecht gesetzten Olsen. Der muss noch seine Strafe absitzen. Und Paul Reiner. Auf Yannick Wenzel. Der verliert die Scheibe. Breitkreuz. Super Scheibengewinn von Brett Breitkreuz. Okay. Breitkreuz. Boah, schade. Fast ein guter Pass, aber nur fast. Reiner lässt sich da zu leicht austricksen. Und jetzt wieder Scheibengewinn. Brett Breitkreuz auf dem Weg nach vorne. Paul Reiner. Und der geht mal in Richtung Tor. Breitkreuz versucht den Abschluss, aber sein eigener Teamkollege Stretch in dem Fall steht ihm da im Weg. Und jetzt die Münchner wieder. Oh, gefährlich, gefährlich. Und da hatten wir, glaube ich, Glück, wenn das noch nicht der Pfosten sogar war. Nord, jetzt auch mal am Puck. Und Kühnhackl. Oskar Nord, die Nummer 26. Hier unser neuester Zugang, glaube ich. Den haben wir als Ersatzspieler für alle Fälle geholt. Darf heute mal spielen. Und darf jetzt hier sein erstes DL-Bulli machen. Und gewinnt das auch gleich. Ordentlich. Kann man mal so machen. Kühnhackl. Gläsel. Maxi Gläsel. Schade. Wayne Dane. Schwartz. Und Maximilian Gläsel. Scheibe einfach mal tief gespielt. Dylan Ruck. Ah, schade. Es sind immer ganz gute Ansätze. Aber die Torhüter, die sind halt da. Wenzel, super ausgeholfen. Und da ist er, Yannick Wenzel. Und Schwartz. Junge, Junge, Junge. Riesenchancen. Van Dane. Aber nichts gibt's. Keine Tormöglichkeit wird hier bislang genutzt für unseren Löwen. Van Dane, Junge. Puh. Harter Check. Wenzel. Und Schwartz. Wieder nix. Und das war Powerplay, was? Powerplay für uns, ne? Okay. Leider wieder kurz vor der Drittelpause. Ich mag das nicht, habe ich schon mal erzählt. Wenn du 2 Minuten Überzahl hast, hast aber nur noch 1 Minute 16 zu spielen, dann ist das ein bisschen bitter. Weil du dann natürlich die 2 Minuten nicht vollkommen ausreizen kannst. Und da war es der Stockschlag gegen Mikael Böttger. Und dann gucken wir jetzt mal, was das hier gibt. Powerplay für die Löwen Frankfurt. So, und das ist eben das, was ich gesagt habe. Weiß nicht, wieso sich McNeil so komisch verhält, aber okay. Böttger. Bock. Junge, also, aber warum laufen die so komisch? Statt das Spiel breit zu machen, gehen alle Richtung Puckführenden und machen es sowas von eng, sodass du diese Überzahlsituation eigentlich gar nicht richtig ausspielen kannst. Eigentlich müssten die sich doch richtig breit auffächern, damit wir möglichst viele Lücken kreieren können. Oh mein Gott. Pfeif einfach ab. Das ist ja schrecklich. Brownie sogar nochmal mit einer Schusschance. Ja, aber es steht 0:0 auch nach dem zweiten Drittel. Es bleibt dabei, jedes Spiel gleich dem anderen gefühlt. Es ist einfach ultra schwer, Tore zu erzielen. Chancen sind da, jetzt nicht in der Hülle und Fülle, wie wir es schon mal hatten, aber gut. Wir können natürlich im letzten Drittel auch nochmal was drauflegen. Von München kommt bislang nichts. Das heißt immer nichts, weil es steht 0:0.
Insofern noch alles möglich für die Münchner. So, und jetzt geht es also weiter mit Powerplay für die Löwen. Deswegen auch CJ Stretch jetzt auf dem Eis. Zusammen mit Rowney und mit Bock. Dominik Bock. Ist hier schon mal am Puck. McNeil. Rowney. Und Böttger. Und das war gut gespielt. Das war richtig gut. Rowney sieht den einlaufenden Mikkel Böttger. Und der macht sein 10. Saisontor. Der ist einfach der Wahnsinn. Bisschen aus der Not geboren. Ich habe dann gesehen, dass da drüben jemand frei war. Und der Pass kam tatsächlich gut durch. Klasse gemacht von Rowney. Und natürlich auch klasse Laufweg von Mikkel Böttger. Da hat er das Empty Net quasi gehabt. Sehr, sehr gut. 1:0 für die Löwen. Und das sogar in Überzahl. Alles die neuen Tactics. Rowney. Die Löwen machen gleich weiter. Oder auch nicht. Und dann sowas, weißt du? Dann einfach sowas. Oh, McNeil verliert die Scheibe. Scarlett holt sie zurück. Ganz wichtig. Und jetzt Bock. Und jetzt gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Redmond und Rowney. Das finde ich eigentlich gar nicht gut, weil Rowney eigentlich ein wichtiger, wichtiger Spieler ist. Hat man jetzt auch bei dem ersten Tor gesehen. Aber in dem Fall war das ein übler Check gegen Dominik Bock. Und da machen wir keine Gefangenen. In dem Fall Carter Rowney, der, glaube ich, mittlerweile schon unfassbar viele Strafminuten gesammelt hat. Und weiter geht's. 1:0 führen die Löwen. McNeil. Und aus dem Birken muss da schon nachfassen. Keine ungefährliche Situation. Stretch spielt jetzt in der ersten Reihe für Rowney, der jetzt natürlich draußen ist. Weiß auch gar nicht, was mit Ryan Olsen ist. Ob der jetzt eine Spieldauer bekommen hat oder ob wir den nochmal sehen. Keine Ahnung. Das Strafmaß wird ja nie angezeigt nach einer Schlägerei. McNeil. Verzögerte Strafe. Warum kriegen wir jetzt eine Strafe, bitte? Wir kriegen keine Strafe. Alles gut. Ja, Tor für Red Bull München. Ben Street ist zur Stelle und da steht es 1:1. Nichts zu sehen von den Red Bull München. Und jetzt natürlich der Ausgleich aus dem Nichts. Klasse gemacht. Bla bla. Kannst nicht mehr hören, ey. Hildebrand zur Stelle. Junge, Junge, was die alle für Checks machen. Das ist der Wahnsinn. Böttger. Auf Bock, wieder gut gespielt. Aus den Birken damit Problemen. Aber kann die Scheibe gerade noch festhalten. Wieder super gespielt. Böttger und Bock. Das sah gut aus. Aber leider konnte Dominik Bock die Chance nicht so gut nutzen wie vorhin Mikkel Böttger. Nicht hinters Tor gehen. Warum geht er hinters Tor? Warum geht er automatisch hinters Tor? Ich glaube, ich habe sogar in der Strategie eingestellt, dass sie das nicht tun sollen. Und es steht 2:0 für München. Es ist unglaublich, Alter. Es ist wirklich unglaublich. Dann verliert McNeil den Puck. Und es gibt einfach die nächste Prügelei und ich weiß nicht mal warum. McNeil gegen Eder. What? Ich habe nichts getan. Ich habe eigentlich eher geguckt, wo der Puck ist und da passiert oben irgendwas. Ich habe nichts mitbekommen. Null. Die dritte Schlägerei schon in diesem Spiel und es trifft leider immer nur gute Spieler. Olsen, Rowney, jetzt Reed McNeil. Eieiei. Stretch verliert das Bulli. Böttger. Rainer. CJ Stretch. Bock. Stretch. Brauchen wir nicht drüber reden, ey.
Kommt alleine vorm Tor zum Schuss und es wird nichts raus. Super von Bock. Aber wir verlieren trotzdem die Scheibe. Rainer, klasse. Szczesny auf Stretch. Der auf Bock, schneller Abschluss. 8 Minuten noch zu spielen. München führt. Sie wissen selbst nicht genau wie, aber sie führen. Jetzt mal unsere dritte Reihe auf dem Eis. Vielleicht können die ja mal ein Tor erzielen. Schwarz am Bulli. Gewinnt er. Szczesny! Jo, alles keine schlechten Abschlüsse, aber es ist einfach unfassbar, wie schwer es ist, Tore zu schießen, Leute. Es ist unfassbar. Brentford. Au. Weißt du, sowas ist nie eine Strafe. Ich habe echt schon das Gefühl, man wird ungerecht behandelt, Alter. Die hauen uns da teilweise so hart gegen die Bande. Und gefühlt, wenn wir sowas machen, ist es immer gleich eine Strafe. Naja. Nächstes Bulli. Diesmal verliert Schwarz. Kann ja auch nicht immer klappen. Street. Hat sich gut durchgesetzt. Ich bin echt froh, dass wir den Punkt irgendwie bekommen haben. Das könnte Icing geben. Wobei, Wenzel war ja da. Also muss man meiner Meinung nach nicht pfeifen, aber okay. 5 Minuten noch zu spielen. Die Löwen liegen zurück. Was in meinen Augen echt eine absolute Farce ist. Und deshalb kämpfen wir natürlich dagegen an. Wieso ist eigentlich die Reihe 10 Stunden lang auf dem Eis gefühlt? Kein Wunder, dass die alle platt sind, wenn sie ständig so lange Touren fahren müssen hier. Brentford. Rainer. Gibt abseits noch 4 Minuten. Oh boy. Jetzt wieder unsere erste dezimierte Reihe auf dem Eis. Stretch statt Rowney. Böttger. Wieder abseits? Wie ging das denn? Wie konnte das denn jetzt abseits sein, Leute? Egal. Nehmen wir, wie es ist. Stretch. So, wohin spielen? Alle zugedeckt. Da steht keiner. Cool. Stretch. Kriegt die Scheibe Richtung Tor gebracht. Bock. Dominik Bock. Dem habe ich es jetzt mal versucht, weil er so einen Schuss in der Art schon mal reingemacht hat. Hat ja einen ganz guten Distanzschuss, Dominik Bock. Scarlett. So, und jetzt müssen wir natürlich den Torhüter mal rausnehmen. Denn es sind nur noch ein paar Sekunden zu spielen. Let's go. Dominik Bock. Auf Stretch. Super gespielt. Und Bock! Und wieso gehen so Dinger nicht rein, ey? Halbe Minute noch zu spielen. Unser Torhüter ist raus. Das heißt, wir spielen gleich 6 gegen 5. Da sehen wir das leere Tor von den Löwen. Und jetzt heißt es einfach nur irgendwie aufs Tor. Die Scheibe. Stretch verliert natürlich jetzt das Bulli. Sehr wichtig. So, Jungs. Auf geht's. Wayne Dane. Brett Breitkreuz in die Mitte zu Stretch. Und es gibt Powerplay für München. Warum das? Ich verstehe dieses Spiel nicht, ey. Gegen Brett Breitkreuz. Der da 2 Minuten auf dem Eis ist. Strafe wegen Stockschlags. Ich habe einen Pass gespielt und danach macht er einen Stockschlag. Cool. Nice. Freut mich. Finde ich auf jeden Fall Hammer.
Rock. Wenzel, Rock. Kannst du keinem erzählen. Hier nochmal das 1:0. Super gemacht von Böttger, super gemacht von Ronny. Das war das einzige Tor, was wir geschafft haben. Weil du gefühlt Tore wirklich nur in absoluten Genius-Momenten schießen kannst. Während beim Gegner halt einfach mal der Stürmer komplett frei vom Tor stehen kann. Obwohl ich meiner Verteidigung in der Strategie gesagt habe, ihr sollt vorm Tor bewachen. Können wir uns gleich nochmal anschauen, ey. 24:8 Schüsse, 12:5 Minuten in der Offensive und wir verlieren dieses Spiel. Hör mir auf. Hör mir bitte auf. Es ist ein absoluter Witz. Es ist ein absoluter Witz. Bei uns ist es unmöglich, so ein Tor zu erzielen. Du hast nie einen Stürmer frei im Center vorm Torwart. Nie. Kannst du komplett vergessen. Hast du einfach nicht. Diese Chancen gibt es bei uns nicht. Beim Gegner? Kein Problem, Jungs. So, lass mal gucken. Defensive, ne? So, Strategien. Steht das nicht hier irgendwo dann? Wo steht das? Wo kann man das einsehen? Wo kann man die Strategien einsehen? Müsste eigentlich bei... Eigentlich müsste ich richtig gewesen sein, oder? Teamstrategien vielleicht, genau. So, Vorchecking, da. So, Puck sicher. Puck sichern. Die Spieler bleiben zwischen Puck und Tor. Defensiv. Defensivstrategie. Spieler verteidigen im Slot vor dem Tor. Was passiert? Unser linker Verteidiger geht hinter das Tor und vor dem Tor ist mehr Platz als im Tagebau vom Hambacher Forst. Das muss man nicht verstehen, Alter. Das muss man nicht verstehen. Boah, Böttger macht wieder mal ein Tor. Er arbeitet auf jeden Fall an seiner persönlichen Erfolgsstory. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon echt... Also da muss man wirklich ohne Scheiß sagen, das ist krass. Also wir waren jetzt gerade wirklich die spielbestimmende Mannschaft. Wir kriegen keinen einzigen Schuss aufs Tor. Wie soll man dieses Spiel gewinnen? Und wir haben jetzt hier diese Sachen schon angepasst. Ne? Hier lernende KI und CPU-Strategie. Das haben wir schon angepasst. Das haben wir schwächer gemacht. Sollen wir jetzt wirklich anfangen, hier einen Torhüter rumzuspielen? Das wäre doch voll schade. Ich will nicht hier rumspielen und irgendwie meine eigenen Stats verbessern, nur damit dann das Spiel mir eine Chance gibt. Da ich mir selbst die Chance kreiere, indem ich halt einfach cheate quasi und an diesen Reglern rumspiele. Da habe ich keinen Bock drauf. Nein, wir spielen ganz normal weiter, Leute. Nächstes Spiel ist dann gegen die Adler Mannheim. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Es ist mir egal. Wir haben in dieser Saison 22 Spiele gehabt. 5 gewonnen, 12 verloren, der Rest war natürlich Overtime. Eieiei. 12. Platz aktuell. Wir brauchen jeden Punkt, den wir irgendwie kriegen können. Aber aktuell holen wir keine Punkte, weil wir einfach keine Tore machen. Simple as that. Auf der anderen Seite haben die Gegner es total einfach, Tore gegen uns zu schießen. Und irgendwie ist jetzt die Xbox ausgegangen. Ich hoffe, das Spiel wurde gespeichert, ey. Sonst... dreh ich durch. Warum ist die Xbox aus?